Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es dreht sich um Super Mario Maker 2 natürlich. Ich bin so froh, dass ich es jetzt endlich spielen kann. Es kam ja leider gestern nicht an, sondern erst heute. Aber das ist vollkommen okay. Ich bin später als alle anderen. Und wir spielen heute Super Mario. Ich freue mich richtig. Denn alle in meiner Freundeliste haben dieses blöde Spiel und spielen das alle. Oh, guck mal, da ist der kleine Pixel Mario. Super Mario Maker 2. Hieß das eigentlich beim ersten Mario Maker auch schon Super Mario Maker? Also mit dem Super davor? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, ich freue mich richtig. Ich habe noch nie in Super Mario gespielt. Super Mario Maker 2. Geil. Ja, aber ich habe schon mitbekommen, ich habe ja... Alter, das ist ja wirklich das ganz alte Mario. Ist ja mega cool. Ich habe schon mitbekommen, man kann ja in diesem Ladebildschirm nämlich auch schon spielen, was ich mega geil finde. Und ich glaube, man kann sogar den Ladebildschirm auch verändern. Okay, also von der Steuerung schon mal alles ganz nett. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt... kein wirklich guter Mario-Spieler, weil ich habe Ewigkeiten kein Mario mehr gespielt. Also ein Super Mario auf jeden Fall gar nicht. Ich glaube, das letzte Mario, das ich gespielt habe, war ein Paper Mario. Und das hat halt wirklich gar nichts mit diesem Mario zu tun. Weil Paper Mario ist halt ein RPG und das normale Mario ist nun mal ein Jump'n'Run. Oh Gott. Aber ich glaube, man kommt da sehr schnell rein. Und ich habe früher, oh, ganz früher, auf meinem Game Boy Color auf jeden Fall ganz viel Mario, Super Mario 2, Super Mario World 2 oder so gespielt. Das war ganz strange, weil damals gab es noch irgendwie, ich weiß noch gar nicht, warum ich jetzt hier so lange in diesem komischen Bildschirm drin bin. Aber solange ich noch nicht sterbe, ist ja alles cool, nicht wahr? Wie kann man eigentlich, man kann doch bestimmt irgendwie laufen. Ich raff aber nicht wie. Hm, egal. Ja, bei Super Mario, ich glaube Super Mario World 2 war das, da gab es dann... so komische Schweine, die man töten musste und so als Bosse. Und das war alles ganz strange. Das war auf jeden Fall kein normales Mario, wenn ihr mich fragt. Oh, sterbt! Okay, kriege ich das hin, das zu timen? Komm, komm, ja! Oh, ich bin tatsächlich ein sehr guter Mario-Spieler, sehe ich gerade. Krass, kann man das irgendwie aufheben? Kann man irgendwie machen, dass das aufhört zu sein? Danke. Hör einfach auf zu sein, du komische Shell. Cool, okay, wir sind gleich im Spiel drin. Warte, wir fangen gleich an, Leute. Alles cool. Oh Gott, ich glaube, ich werde richtig failen. Zu dem, was wir heute machen werden. Wir werden erstmal natürlich die Story spielen. Ja, jeder andere spielt auch die Story. Ist voll lame, das jetzt bei dem sechsten YouTuber nochmal zu gucken. Aber ich habe halt die Hoffnung... War die Dings hier eben auch schon da? Hä? Ich habe die Hoffnung, dass wir... Guck mal, der Mario spielt auch schon wieder. Wie kann man eine Stampfattacke machen? Ich habe absolut keinen Plan. Mach eine Stampfattacke, Mario! 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 Mario, mach eine Stampfattacke! Okay, ich raff's nicht. Ich hab die Hoffnung... Was wollte ich sagen? Achso, dass mir der Story-Modus Sachen erklärt. Ach, wir müssen von unten da rein. Jetzt ergibt alles Sinn. Anscheinend gab's bei dem frühen Mario noch keine Stampfattacke. Alles gut. Ja, dass sie mir irgendwie erklären, wie Shell-Jumps und so ein Scheiß gehen. Also, das habe ich alles nur mal gehört. Ich habe es nie selber gemacht. Aber ich habe halt gerne mal ein paar Speedruns zu Mario geguckt und so. Und habe das gesehen, dass es sowas gibt. Und anscheinend muss man sowas auch können, wenn man... die Online-Level auf jeden Fall spielen möchte. Von daher, ich hoffe irgendwie, dass der Story-Modus das macht. Und ich glaube auch, man kann im Story-Modus einige... Guck mal, haben wir ja das Intro-Level geschafft. Cool. Ich hoffe, dass man da noch andere Sachen freischalten kann. Weil ich glaube, in Mario Maker 1 war das so, dass man nicht alles von Anfang an hatte. Ich will nicht nochmal das Anfangslevel spielen. Aber wir können hier zum Beispiel gleich schon bauen. Ich glaube, wenn man hier in Bauen geht, dann... Genau, dann ist man hier... Oh Gott. Das machen wir auch irgendwann nochmal. Grundlagen einmal eins später. Ich will jetzt gerade nicht. Ja, machen wir im Dojo irgendwann. Jetzt können wir hier das Anfangslevel nämlich verändern. Das finde ich mega cool, dass man gleich so reingeschmissen wird. Mega nice. Das gucken wir uns aber wirklich später an, weil hier kann man, in diesem Baumodus kann man alles möglich machen. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt irgendwann mal zeige. Aber ich werde auf jeden Fall auch selber noch Level bauen. Wo wir gerade dabei sind, wie komme ich hier raus? ihr könnt mir auch Level einsenden. Ich habe auch schon ein Level zum Beispiel bekommen. Vom PSX, glaube ich, der hat mir eins gebaut. Das werden wir uns auch irgendwann mal angucken. Aber heute erstmal den Abenteuermodus uns angucken, ja? Ich habe da bisher die ersten drei Level, glaube ich, gesehen. Es gibt auch eine kleine Story und so. Der Abenteuermodus soll nicht allzu lange sein. Da kommen die ganzen kleinen Toads. Und Toadette ist auch da. Und der Mario Maker. Hallo, ich bin Mario. Ja, it's me. Ja! Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist der Schluss fertig. Alles nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Man muss bei denen immer so ein bisschen so ein machen. Aber gleich erklärt, oh was, da ist alles kaputt. Und oh, nee, was ist das denn? Das macht bestimmt alles kaputt. Huch, welch Hallo-Tri. Hat er die Reset-Rakete rumliegen lassen? Ich weiß nicht, diesmal ganz bestimmt nicht. die auch beide einfach dieselbe Stimme haben. Oh, dieser kleine Hundi-Wundi. Ist das ein Marshmallow-Hund?
Hallo, kleiner Marshmallow-Hut. Wie geht's Ihnen heute? Wie süß das ist. Kann man seine eigenen Sachen malen? Der sieht mir selbstgemalt aus. Was jetzt wohl passieren wird, ich habe gar keine Ahnung. Oh nein, pass doch auf! Marshmallow-Hund, du kannst doch nicht auf die Reset-Rakete gehen! Oh nein! Jetzt geht doch alles kaputt, jetzt wird doch alles resettet! Wow. Immer diese Mario-Stories, die sind sau witzig. Nein, Hundi, was hast du getan? Marshmallow-Hundi, no! Mamma mia, aber er freut sich wenigstens. Und wenn es dem Hund gut geht, dann geht's mir auch gut. Deshalb mag ich Katzen lieber. Okay, jetzt sind wir quasi schon im Spiel. Geil, sogar mit 3D und so ist ja richtig krass. Oh, alle sind richtig sad. Wuff. Na, kleiner Wuffi. Hast du alles kaputt gemacht, ne? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ja, nee, alles gut. Hunde dürfen das. Hallo, kleine Pflanze. Willst du mich auffressen? Nee, guck mal, nicht mal die Pflanze hat Bock, irgendwas zu machen. Sogar hier ist das schon so ein kleines Level, oder was? Das ist ja super witzig. Was haben wir hier? Ein rotes Etwas. Okay, ich glaube, das kommt erst später noch zu tragen. Kann ja leider auch nichts kaputt machen. Ich finde das witzig, dass das hier so eine 3D-Welt ist, so ein bisschen. Das wird im Spiel ja, glaube ich, nicht mehr so sein. Obwohl ja der neue Mario-Stil auch mit drin ist. Mit diesen Mario-Katzen und sowas. Dieser 3D-World-Effekt. Hallo, grüner Toad. Ich glaube das alles nicht. Und du? Hm? Was jetzt? Also der Linke ist sehr wütend. Er denkt nach und ist konstruktiv, was man machen könnte. Und er ist einfach mega traurig und weint gleich. Oh, das Schloss. Okay. So, Toadette ist bestimmt richtig gefasst. Hi, wie geht's? Lass uns irgendwas tun. Oh, es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles nochmal bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Überlass das mir, ich mach das schon. Ah, du willst neue Münzen für uns sammeln? Das wäre eine Maßnahme. Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch mal Vorarbeiter Pout. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zuschustern. Ja, mach ich. Ach, guck mal, da ist auch schon wieder happy. Ja, Toad, da geht's dir wieder gut, ne? Wenn du hier Zuschüsse bekommst und das nicht selbst zahlen musst, alles cool. Ah, Mario! Es tut mir schon mega den Ohren weh, wenn ich das so mache. Ich habe auch vorhin nur schon mitgehört, was du mit der Bauleiterin gesprochen hast. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Ja, also grob zusammengefasst, wir sollen einfach Bumba-Fan ganz viele Münzen uns holen. Hier, es geht abwärts. Und für alle 100 Münzen am Anfang zumindest kriegt man irgendwas Neues zur Burg hinzugebaut. Und irgendwann hat man dann die ganze Burg wieder zusammen und das ist dann quasi die Story. So viel habe ich aus dem Treehouse miterlebt. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp, wenn es bergab geht, bewege Blub nach unten. Und dann, was? Dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Schwierigkeit 1. Cool, machen wir. Also ist das also aufgebaut, so eine kleine Quest quasi. Und während man halt im Level ist, soll man angehalten werden. Oh, hier der neue Stil. Münzen einzusammeln. Denn mit diesen Münzen kann man halt später, ich glaube, sowohl Sachen freischalten, als auch das Schloss halt heil machen. Ja, yeah, ein One-Up! Und so sind wir halt jetzt schon im richtigen Spiel. Oh Gott, ich habe aber so lange kein Mario mehr gespielt. Wie gesagt, das letzte Paper Mario, glaube ich. Und ganz kurz in Japan mal Mario irgendwas für die Wii, glaube ich. Mario 3D irgendwas für die Wii. Okay, das sieht hier sehr wie ein normales Level aus. In irgendeiner dieser Röhren kann man locker rein. Wie schießt man denn? Okay, hier schießt man plötzlich mit X und Y. Hä? Guck mal, was ist mit dir denn kaputt? Ich glaube, der ist ein bisschen autistisch. Okay. Nichts gegen Autisten, aber der sah komisch aus. Ding, ding, ding. Oh, ich freue mich richtig, dass das endlich da ist. Aber hier kann man doch auch locker laufen, oder nicht? Ja, okay. Also mit dieser Feuertaste kann man auch laufen. Und dann natürlich kann man in die Röhre rein. In die allererste Röhre, da kann man eigentlich immer rein. Hui! Ach, ich freue mich. Ich frage mich auch, was es noch so für tolle neue Stile gibt. Beziehungsweise, ich finde es richtig toll, dass man die ganzen alten Stile halt auch spielen kann. Warum sind die Goombas hier so hässlich? Gehört das so? Hat Toad das alles schlecht gebaut oder was geht mit dir ab? Und wie komme ich da oben hin? Ich würde da sehr gerne hingehen. So richtig ein Mario-Teil gespielt, so ein 3D-Mario oder wo man auch so ein Jump'n'Run-Mario. Dann vielleicht auf dem DS. Dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Super Mario Blablabla 2. Keine Ahnung. Das, wo es auch Minispiele gab und wo man dann pokern konnte mit Freunden und sowas. Das fand ich auch mega witzig. Oh, der kann sogar Wandsprünge machen.
Oh Gott. Also wie gesagt, ich muss hier erstmal überhaupt klarkommen. Ich weiß gar nicht, was für Moves der gute Mario so drauf hat. Ich glaube, da werde ich noch sehr viel lernen können. Oh, wo kommt denn die Pflanze her? Ich will alle Mützen haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann ein bisschen wir sind schon am Ziel? Ein bisschen komisch werden. Ah, wenn ich hier alle Münzen einsammeln will. Alter, das ist alles strange. Nein, ich habe nicht ganz oben erreicht, oder was? Oh yeah, Mario Time. Mario Time. Das erste Level kannte ich auch tatsächlich noch gar nicht. Dann haben die in Treehouse irgendwas anderes gezeigt. Ihr sammelt 57. Ah, es gibt keine 100 Münzen im Level, sondern halt so viele, wie da sind. Und man kriegt, wenn man den Level abschließt, noch ein paar extra Münzen. Okay, verstanden. Cool, danke, Toad. Gutes Level hast du da gebaut. Bring deine gesammelten Münzen am besten sofort zum Bauleiterin. Okay, hallo, hier, ich habe Münzen für dich. Ach, da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten. Du hast bestimmt schon einen Batzen Dinger verdient. Ja, habe ich. Ach, weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir mal deine Dinger einsetzen, um das Schloss zu reparieren. So, hier, Fundament für deine Arbeit. Ja, das kostet genau 100. Habe ich doch. Ja, bau mal hin. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Bauen die da? Oh ja, die bauen wirklich. Okay, das finde ich cool. Dauert das jetzt eine Zeit, oder? Ich glaube, das dauert ein bisschen. Die Arbeit am Fundament sind damit im Gange. Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge. Wir liegen hier in der Zwischenzeit nicht auf der faulen Haut. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht es hier voran. Okay, ich finde cool, dass das nicht sofort fertig ist und einfach da ist, sondern dass sie tatsächlich da rumbauen. Das hat so diesen Nintendo-Charme. Oh, es gibt 3 neue Aufträge, ist ja richtig krass. Und wir können auch laufen. Ui! Kann man nicht auch so einen Dreifach-Jump machen, wenn man das richtig timet? Vielleicht müssen wir das erst noch lernen, guck mal, weil hier kommen wir noch nicht vorbei. Und die Röhre ist auch noch zu. Also hier in dieser Overworld kann man anscheinend auch noch Sachen machen. Hallo, gelber Typi. Der pennt. Alles klärchen. Finde ich witzig, so. Das ist so Levelception hier. Hallo, ich will gern noch ein. Ich habe ein paar neue Aufträge, Mario, aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah! Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber im Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Ja, das war schon alles. Okay. Also wir können jedes Mal im Level 1 zum Beispiel dann 57 Münzen uns holen, weil ich glaube, wir hatten alle. Gibt es noch irgendeinen Hinweis, ob man alle Münzen gefunden hat oder alle Geheimnisse oder so? Ich glaube nicht. Aber es ist grau, von daher denke ich mal, ich habe alles. Ein Ausschalter, Feldforschung. Okay. Geht jetzt natürlich sehr einfach los, von daher. Die erste Folge ist ganz gechillt, ganz easy. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den ganzen Storymodus Let's Playen soll oder wie ich das mache. Weil eigentlich wollte ich ein Augenmerk darauf legen, auf die Community-Level. Und das wollte ich halt auch streamen. Deswegen, ich muss noch mal gucken, wie ich das genau mache. Ja, ein Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung, schwarze Magie. Erreiche das Ziel und ich werde dich weiter reich entlohnen. Dr. Wunderlich. Ist Dr. Wunderlich der Typ aus Luigi's Mansion? Nee, ne? Der hieß... wie hieß der denn? Gustav irgendwie? Oh, ja, anderer Stil. Sind wir wieder im 8-Bit-Mario-Style. Ich muss sagen, dieser Stil gefällt mir richtig gut. Aber am besten gefällt mir, glaube ich... Ich kenne die ganzen Mario-Spiele halt nicht. Diesen Stil, den Emero früher mal gespielt hat, bei Let's Play Your Level, wenn ihr das kennt. Den Stil mag ich am liebsten von den Mario-Teilen. Kann der auch laufen? Warte mal. Ah, okay, mit dem kann man auch laufen. Also die Mario-Spiele sind hier relativ gleich aufgebaut. Es gibt auch keine Zeit. Ja, und On-Off-Knöpfe muss ich, glaube ich, nicht erklären. Wir haben ja diese roten Dinger. Jetzt ist der Schalter gerade auf blau, das heißt, alle rote gehen weg. Und wenn er an ist, dann sind halt alle roten an. Versteht ihr, ne? Wenn die jetzt noch blaue wären, dann wären die blauen halt jetzt an und die roten nicht. Ha! Vernichtet, ohne dass ich es wollte. Ich habe nicht mal drauf geachtet, ob er da war. Der arme kleine Kettenhund, es tut mir leid. Hier wird doch wieder richtig geil. Okay. Tschüss. Mein Mario-Wissen wird hier wieder abgefragt, mein Trivialwissen. Von dem ich nicht so viel habe. Alter! Boah, hier können wir uns Leben farmen. Wie gut ist das denn? Okay, Leben raus und drücken. Und jetzt jumpt er hier hoch. Danke für das Leben. Kommt dann noch einer raus? Tatsache. Alter, voll das Farming-Level hier. Noch mehr? Okay, 2 waren anscheinend das Maximum. Jetzt haben wir schon 7 Leben, Leute. Jetzt können wir gar nicht mehr verlieren. Moment. Ich will die eigentlich töten. Warte, nein, wir kriegen das hin. Stirb! So, nice. Nice. Okay, können wir ja nur hier rein, wie es aussieht. Ach, ich freue mich irgendwie richtig. Das lässt so richtig Kindheitserinnerungen wach werden. Da kommt ein Oh, den brauchen wir bestimmt. Ha! Okay. Das ist sehr kreativ, finde ich.
Und es zeigt halt auch so ein bisschen an, was man so in diesem Spiel machen kann. Wenn man dann selber bauen möchte. Das ist jetzt hier alles quasi so ein bisschen Tutorial-mäßig, aber auch halt als Baumeister-Tutorial-mäßig. Oh, das ist jetzt natürlich uncool. Okay, schon klar, was wir hier machen müssen. Wir müssen den Dude dagegen knuddeln. Und dann lässt er uns hier quasi immer weiter durch. Es gibt halt alles so Anreize, was man selber bauen kann. Ich werde auch erst bauen, glaube ich. Sobald ich den Story-Modus durchgespielt habe, dann traue ich mich da, glaube ich, erst ran. Verdammt. Warte. Ja, okay. Ha, 10 Münzen. Haha, ich bin der Beste. Ach, geil. Ich frage mich auch, wie viele Stile es jetzt genau gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stile gibt es denn? Es gibt den 8-Bit-Stil auf jeden Fall. Es gibt dann diesen Super Mario-Stil. Es gab halt einige Stile in der Historie von Mario. Aber ich glaube, so einen richtigen 3D-Stil gibt es nicht, ne? Wo man sich wie in dieser Overworld hin und her bewegen kann. Ah, wir müssen hier 2 Aufträge machen, damit das Fundament fertig ist. Okay, habe ich verstanden. So wie ich das mitbekommen habe, gibt es 100 Spiele. Ja, oder 100 Level. Bei diesen Aufträgen hier im Story-Modus. Willkommen in 3D World. Von daher... Story-Modus wird nicht allzu lange dauern. Ich gehe mal so von 5 Stunden oder so aus. Vielleicht ein bisschen länger. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte dich irgendjemand mit Hilfe von Blub auf die Bäume klettern und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanze kann man ruhig drauftreten. Das ist nur Unkraut, Jüngelchen. Die Gärtnerin hat hier ein Level für uns gebaut. Ach, viel Spaß da draußen. Dankeschön. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich die Folgen machen werde, wie viele ich schneiden werde. Bei den Online-Leveln werde ich garantiert schneiden. Bei den Story-Leveln bin ich mir noch nicht so sicher. Die sind ja sehr straightforward gerade. Oh, geil, ey, 3D-World hier. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass man hier jetzt wieder... Warte mal. Guck mal, man kann sogar noch mit anderen Charakteren spielen. Man kann als Mario, Luigi, Toad und Toadette anscheinend spielen. Aber anscheinend erst später, wenn man die freischaltet. Und ich würde das hier gerne umlegen. Ich würde gerne mit... Obwohl... Ach, gibt doch nur die beiden. Mit B laufen und mit A springen. Nee, dann lasse ich das lieber so. Kommentare kann man auch noch einfügen. Für die Online-Level ist das aber, glaube ich, nur. Da können die Leute dann Tipps geben und sowas. Das ist ein bisschen wie bei Dark Souls oder halt ein Trollen. Ja, komm her, du kleine Biene. Ich glaube, die Biene... Oh no, die Biene hat mich totgestochen. Gibt's hier gar nicht. Was gibt's jetzt hier auch so große Bienen? Und wieso habe ich jetzt nur noch 4 Leben? Ich hatte doch eben 7. Hallo, habe ich pro Level nur 5 Leben? Das ist ja super lame. Ey, die Biene ist, glaube ich, ein neuer Gegner in diesem Spiel. Die gab es davor noch nicht. Ich würde sie gern töten. Ha! Rache! Revanche! Und überhaupt! Und auf die kann man anscheinend auch einfach rauf in diesem 3D-World. Okay, so hat auch jeder Grafikstil quasi seine eigenen... Ja, stirb du! Seine eigenen Spielstile. Also was man da machen kann, etc. Finde ich ganz cool. Also nicht nur der Grafikstil ist anders, sondern auch wie man in diesem Grafikstil quasi spielen kann. In diesem Grafikstil kann man zum Beispiel auch Wandsprünge machen. Man kann halt diese... Oh, wir sind eine Katze! Wie kann man diese Katzenattacke machen? Als Katze kann man anscheinend auf Wände hochklettern. Ich kenne das halt wirklich alles gar nicht. Miau, 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 miau. Das ist so süß. Man kann irgendwie so eine nach unten Attacke machen. Oh. Okay, in diesem Stil kann man auch so eine Stampfattacke machen. Aber irgendwie konnte man so nach vorne so eine Attacke machen. Ah, genau sowas. Das habe ich auch gesehen. Mega cool. Lol, man kann auch auf diesen Kratzdingern hier einfach... sich rumbuddeln. Ist ja ultra gut. Wie ging das jetzt nochmal? Ah. Oh, diese Katzenform finde ich richtig cool. Und ich bin tot. Wie soll man das denn machen? Ach so, ich habe schon verstanden. Hör mal, Bruderherz. Wenn du es nicht schaffst, dann verwende doch ein paar Hilfselemente. Ich bin Luigi. Hilfselemente? Lol, man kann hier einfach cheaten, ja? Lol, dann kann man hier wirklich einfach cheaten. Man kann sich... Ist das dann pro Level einmal? Wenn ich jetzt den Pilz einsetze und sterbe, habe ich den Pilz dann immer noch? Das ist eine gute Frage, Leute. Gibt einen Powerblock, dann kann man hier noch ganz viele Steine sich holen, um irgendwie rüberzukommen. Und bei dem Dude kann man sich wahrscheinlich... Ein Radiergummi? Okay, aber damit kann man nur seine eigenen Sachen radiergummien, die man quasi in der Welt hingepackt hat. Okay, ein Radiergummi. Ich will aber nicht cheaten, danke. Ich schaffe das auch so. Als ob das hier so schwer wäre. Ist ja nur meine eigene Dummheit, dass ich eben gestorben bin. Ich bin Mario. Keiner kann mich aufhalten. Ich hätte gerne diese komische Glocke wieder. Dankeschön. Das finde ich bisher am witzigsten mit dieser Glocke. Als, wie heißt er denn? Cat Mario oder so? Oh, hier, stirb. Und jetzt müssen wir nämlich einfach das kaputt machen und uns dann hier festhalten. Nämlich wie eine gute Katze das immer so macht. Immer schön an den Gardinen festhalten und alles kaputt machen, wenn einem langweilig ist. So läuft das bei den Katzen, Leute. Katzen juckt das nicht. Materielle Güter kennen Katzen nicht. Hui!
Was haben wir hier? Alter! Das haben wir auch schon gesehen im Treehaus. Aber ich kenne diese ganzen Level gar nicht. Das heißt, sie haben nicht die allerersten Level auf jeden Fall gezeigt. Ich hätte gedacht, die hätten die allerersten Level gezeigt, aber nope. Wir haben halt auch ein Nachtmodus-Level gezeigt. Ach, ich schieb dich runter, du Blödkopf. Miau. Ich finde das so witzig, wie er Miau sagt. Miau, miau, miau. Okay, das ist so ein bisschen... schon witzig. Oh, ich bin tot. GG. Ja, dich schieben wir runter und diesmal machen wir das richtig schlau. Und zwar so und dann... Moment, Moment! Was muss ich tun? Okay, oh, ich habe überlebt. Alles gut. Habe ich doch die Mütze bekommen. Alles cool. Oh mein Gott. Ist das alles aufregend hier? Ich finde das richtig witzig. Ah, okay. Das ist dann wahrscheinlich, dass man einfach ganz nach oben rankommt. So, da können wir doch easy peasy hochklettern. Und Katzenattack! Wieder 10 Münzen. Geil. Ich freue mich richtig. Cat Mario! Rettet den Tag! Miau! Okay, ich muss sagen, dieser 3D-Modus ist dann schon ganz cool. Mit diesem Catsuit ist das schon echt geil, finde ich. So, sollten wir das Fundament auf jeden Fall haben, oder? Oh, wie reich wir jetzt schon sind. So, baut das Fundament fertig. Blub. Ja, geil! Das Fundament ist fertig. Da kann man schon fast leben. Wuhu! Gut gemacht, ihr Toads! Geil, ich... cool. Kann man da jetzt raufgehen? Nee. Na, wie war das Arbeiten? Ohne Essen und ohne Pause. Ah, das Fundament ist fertiggestellt! Aber ich muss dich bitten, die Baustelle nicht zu betreten, sonst kriegen wir Ärger mit der Versicherung. Na gut, kleiner Toad. Dann nicht fertig! Na, was steht als nächstes an? Ja, das Fundament ist fertig! Und es ist noch größer als das alte! Bei dem Anblick bekomme ich fast Herzrasen. Es ist so unberührt und voller Möglichkeiten, fast wie mein Herz. Okay, ich dachte, sie wird was anderes sagen. Es ist so unschuldig, noch so jungfräulich. Ach, ist das schön. Dann machen wir uns mal an den Bau des eigentlichen Schlosses. Finde ich gut. Womit sollen wir anfangen? Kann man sich sogar aussuchen, was man macht? Geil. Oh, wir haben ja fast schon unsere 400 Münzen. Nein, uns fehlen 6 Münzen, oder was? Ostflügel, Erdgeschoss, Hauptgebäude, Erdgeschoss oder Westflügel? Naja, da ich natürlich im Westen wohne, machen wir erst den Westflügel. Oh, du Mario, die Münze reicht nicht aus. Das ist natürlich echt doof, ne? Aber dann reicht das ja für gar nichts. Na toll. Ach, hol dir beim Vorarbeiter ein paar Aufträge ab und verdiene Münzen. Okay, dann lohnt sich das aber doch wahrscheinlich mehr, wenn ich jetzt einfach das erste Level nochmal mache. Mir 6 Münzen hole und dann erst die anderen Aufträge mache, oder? Weil die Aufträge bringen doch anscheinend was, dass sie da fertig bauen. Ich hole mir mal ganz kurz Münzen aus dem ersten Level. Oh yeah, Mario Time! Mario Time! Einfach mal durchgewascht, 18 Münzen nur geholt. Von den 57 möglichen. Easy, danke fürs Klatschen! Danke, danke, danke. Ich weiß, ich bin ein guter Mario-Spieler. So, Toadette, ich habe jetzt genug Münzen. Hi, ja, ich hätte gerne immer noch den Westflügel. Oh, kann der Baum begrünen? Ja, klar. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Jetzt sind wir wieder arm. Okay, ich frage mich dann, ob man die Level tatsächlich sehr häufig wiederholen muss, damit man halt genug Münzen hat immer. Wäre ein bisschen komisch, aber gut. Wäre auch cool, wenn es wie auf diesem DS-Teil irgendwie diese großen Münzen gäbe, dass man in jedem Level so 3 große Münzen verstecken würde und die sammeln muss. Sowas finde ich mal ganz cool, aber gibt es hier anscheinend nicht. Vielleicht kommt das noch. Die Bauarbeiten am Erdgeschoss des Westflügels haben begonnen. Der grüne Toad zeichnet dort... Was? Zeichnet dort verantwortlich. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Klaro, nur der grüne Toad arbeitet da. Der Arme muss das alles ganz alleine machen hier. Aber der kriegt das anscheinend gut hin. Ich habe ein paar neue Aufträge. Ja, ja, ja. LR, was hast du gesagt? Ich hab dich gesehen. Ist auch egal. Ja, neue Aufträge. Oh, Schwierigkeitsgrad. 2 Sterne. Da kriegt man auch gleich viel mehr Münzen. Die haben auch schon alle 2 Sterne hier. Ach, du Kacke. Das wird ja richtig krass. Wir gehen aber schön der Reihe nach. Die unbarmherzige Wüstensonne. Oh nein, Wüstenlevel finde ich mal richtig kacke. War da nicht auch immer dieser Lakitu, der von oben seine komischen Stacheln runtergeschmissen hat? Die Meteorologin. In der Wüste steht uns heute ein wolkenloser Himmel bevor. Es ist mit geradezu aggressivem Sonnenschein zu rechnen. Besucher sollten sich also mit einer dicken Schicht Sonnencreme schützen oder alternativ einen Propellerpilz schnappen und mit R in die Höhe speeren. Okay, da gibt es also diesen Propellerhut. Den habe ich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben eingesetzt, weil ich ihn einfach nicht kenne. Aber, oh, hallo Sonne? What are you doing, Sonne? Da links ist eine Sonne. Die macht mir Angst. Tut die mir weh? Okay, dann müssen wir garantiert ausweichen. Ja, okay, die ist böse. Böse Sonne. Ich wusste. Ich weiß schon, warum ich die Sonne hasse. Die ist hell und doof und macht alles warm und Propeller. So, Sonne, was machst du jetzt? Hä? Ich habe einen Propeller, den ich nicht nutzen kann. Hä? Ich verstehe nicht, wie ich den nutze.
Moment. Hä? Ah, okay. Ich versteh's doch. Okay, dann kann man quasi so ein bisschen runtergleiten. Hui! Ja, das ist ja super witzig. Auch das gefällt mir. Blub. Hui! Nein, hä, ich wollte da oben bleiben. Geht das nicht? Okay, so richtig verstanden habe ich den Propeller jetzt noch nicht. Aber okay. Ich werde meinen Propeller verlieren. Lame. Oh Gott. Oh, dieser Autoscroller. Richtig assig. Okay, der springt wenigstens runter. Das kann ich mir nur mit dem Propeller holen, locker, dass man sich dann runterfallen lässt. Und dann quasi den Prop... Hilfe! 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 Ich fühle mich bedrängt. Und dann quasi den Propeller nutzt. Oh, du Kerki, ey. Kann man irgendwie, während man in der Luft ist, noch irgendwas machen? Ja, irgendwie so halb nur. Hui. Aber man kann auch eine Sprungattacke einfach so machen. Nein, warte, ich will da draufbleiben. Moment! Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich habe gerade eine Sprungattacke für mich entdeckt. Man kann nicht nur den Propeller damit einsetzen, sondern auch eine Sprungattacke. Ich glaube, die wird später auch noch wichtig werden. Wir brauchen mehr Münzen. Okay, dann würde ich aber sagen, was das mit der... Nein, war es nicht. Wir spielen noch ein Level. Die erste Folge 30 Minuten, das wird ja wohl gut gehen. Ich glaube, das hat er mir auch erzählt mit diesen R. Ich hätte es vielleicht nicht wegtun sollen. Spukhauswerwer, das wird garantiert in der Popstar 1 in einer Düstervilla sein oder im Spukhaus. Also, ich habe da so ein Spukhaus gebaut, aber die Sache ist die, ich finde nicht mehr heraus. Irgendwas stimmt hier nicht. Könnte mir vielleicht jemand helfen, bitte? Zeig dir, wo der Hammer hängt, Toad. Ich bin schließlich auch Baumeister, irgendwas. Hier, dieser Stil, den finde ich am geilsten. Von dem habe ich geredet vorhin. Diesen Stil finde ich so sympathisch. Das ist auch der Stil, den Emero halt immer spielt, in seinen Let's Player Level. Mega gut, wie soll ich da bitte unten rankommen? Okay, es gibt mehrere Türen. Diese Level sind ja meistens dafür prädestiniert. Endlich mal ein Pilz hier. Dass die... Kann man hier eine Stampfattacke machen? Nee. Aber man kann so... Oh. Guckt euch das an, Leute. Der hat auch diese komische Drehattacke. Das finde ich ja mega gut. Keine Ahnung, wie ich an den Schalter rankommen soll. Geht wahrscheinlich erst später. Diese Spukhäuser sind prädestiniert für Rätsel-Level. Mit diesen ganzen Türen und sowas. Und ja, meistens muss man da irgendwas richtig Tolles machen. Diese Drehattacke gefällt mir aber richtig gut, dass es die überhaupt gibt hier. Ich glaube, die werde ich in Zukunft noch sehr, sehr häufig nutzen. Hey, das macht viel mehr Spaß als normales Laufen. Kennt übrigens die Story? Oh, hallo Yoshi. Lol. Kann man Yoshi eigentlich einsaugen? Nee, ne? Okay, mit Yoshi, ich kenne ja schon ein bisschen Mario. Mit Yoshi kann man halt über diese Munchkins rüber. Ich habe gar keine Ahnung, wie die heißen. Da müsst ihr mich auch mal aufklären. Wie heißen diese schwarzen Dinger hier auf dem Boden? Können wir auf jeden Fall auf den Raum und dann kommen wir hier wieder hoch. Ja, cool. Kennt ihr die Story von den Boohoos, dass das eigentlich ein Mario ist, der in einem Spukhaus drin war und sich irgendwie selber... Ich glaube, wir müssen Yoshi hier fallen lassen. Ist ja auch der Klassiker. Nicht? Ja, okay, ich verstehe gar nicht, was wir machen müssen. Ah, wir müssen... Okay, ich weiß doch, was wir machen müssen. Dass aus dem Spukhaus nicht rauskommt und dann sieht er sich irgendwie selber im Spukhaus und dann denkt er, hö, das kann doch nicht sein. Oder nee, Mario stirbt, glaube ich, oder so. Ah, jetzt habe ich das irgendwie doof erzählt. Mario stirbt oder ist tot und dann sieht er einen anderen Mario und will nicht wahrhaben, dass er tot ist und dann... Wisst ihr was? Ich blende euch den Comic einfach ein, dann wisst ihr schon, was ich meine. Nein, Peacewitch! Oh Gott, wehe, der ist jetzt nicht nochmal da. Aber dann kauelt er sich so irgendwie zusammen und wird zu einem Geist oder ist schon von Anfang an Geist. So ein Buhu. Und immer wenn er halt da hinguckt, dann erschreckt er sich so. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ihr meine? Ich blende euch einfach das Ding ein, wenn ich das finde, diesen Comic. Oder wisst ihr schon, was ich meine? Alles cool. Okay. Und hier ist tatsächlich so ein bisschen wieder am Rätsel Spaß haben. Oh Gott, diese ganzen P-Switches hier. Oh, das wird lange dauern. Okay, wir haben da oben einen P-Switch, den können wir mitnehmen. Damit würden wir auf jeden Fall hier rechts vorbeikommen. Wir sollten auf jeden Fall... Haben wir natürlich nicht mehr so viel Zeit. Wir sollten die ganzen Türen hier auf jeden Fall aufmachen. Weil sonst kommen wir hier nicht vorbei. Ich weiß, da war noch eine Tür. Hier sind überall Türen. Da ist eine P-Switch-Tür. Ich glaube aber, das ist nur ein Reset-Knopf. Da unten ist auch noch so eine komische Tür. Da braucht man, glaube ich... Nee, was braucht man denn da? Unter uns, seht ihr das? Da ist so eine gestrichelte Tür. Oh. Und jetzt? Horror und so? Warum? Was ist hier los? Was sollte mir das sagen? Ja, auch diese Glitches und so. Ich finde das alles komisch hier gerade. Das macht mir ein bisschen Angst. Da kommen wir doch. Los,
Wie springe ich von dem Typ runter? Okay, danke. Ich hoffe, wir müssen Yoshi auch später noch irgendwie opfern. Das ist immer das Witzigste, wenn man Yoshi opfern muss. So, wo waren wir jetzt reingegangen? Da unten waren wir reingegangen, ne? Sind wir hierher gekommen? Jetzt wissen wir halt nicht mal. Das ist auch immer so ein Brainfuck. Jetzt wissen wir nicht mal, ob wir im selben Raum sind wie davor. Wisst ihr, was ich meine? Das kann hier einfach alles genauso aussehen wie davor, aber es muss nicht derselbe Raum sein. Das hier kann jetzt auch alles was anderes sein. Wisst ihr, das muss nicht der Anfangsraum sein, sondern das hier kann jetzt auch schon Raum 487.000 sein. Ja, guck, hab ich doch gewusst. Habe ich doch gewusst, das ist ja alles dasselbe, aber wir haben zum Glück das Ziel erreicht. Da bin ich happy drüber. Oh, das kommt nicht. Sonst kommt auch immer so ein... Nice. Das Level gefiel mir. Diese Rätselspiele, glaube ich, werden noch sehr cool werden. Zumindest, wenn die nicht allzu Brainfuck AFK sind. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser ersten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Spiel. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei 6% mit dem Leveln da. Also ich denke mal, Story-Modus wird so an die 10 Folgen haben. Also nicht allzu viel. Passt schon. Und dann, ja. Wenn euch die Fahrt gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt oder mir Level einschicken wollt, dann auch ein Abo und schreibt mir in die Kommentare. An der Stelle auch nochmal danke an PSX, dass du mir bisher schon ein Level gebaut hast. Ich werde auch welche bauen und anderen YouTubern oder euch auch gerne zur Verfügung stellen, dass ihr die auch spielen könnt. Aber soweit dann erstmal zum ersten Level. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Mario oder auch Dizzy oder wer auch immer. Tschüss.